Vielen Dank, Kardinal Marx. Sie werden hier so ein bisschen gebraten. Ich hoffe auch etwas durch meine Fragen, aber wir sind ja hier alle sehr höflich. Kardinal Marx, wir haben eine halbe Stunde, das ist nicht sehr lang. Ich sehe hier auch Ihre Uhr, deswegen kann ich immer genau gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir versuchen, über drei Themen zu reden, nämlich zum ersten zum synodalen Weg. Synode ist ja bei der evangelischen Kirche sehr bekannt. Synodaler Weg ist etwas Neues bei der katholischen Kirche. Dann über die Frauenordination, auch das ist bekannt in der evangelischen Kirche, auch das ist etwas Neues in der katholischen Kirche, vielleicht. Und wenn wir noch dazu kommen, dann über das gemeinsame Abendmahl, was ja hier auf dem Kirchentag und auch bei den ökumenischen Kirchentagen immer eine große Geschichte ist. Wenn irgendeiner mir einen Hut leiten kann, da unten ist er in der Regie, gib mal eine Mütze her. Ja. Ja, also die besorgende Mütze. Ja, das wäre gut. Guck mal eben. Bei aller ökumenischen Begeisterung möchte ich nicht einen Sonnenbrand bekommen. Was ist das? Wunderbar. Nee, jetzt habe ich sogar eine rote. Können Sie weitergeben? Komm. Auf dem Sofa muss es ja auch eine rote Mütze geben, das ist ja klar. Ne? Also Sie sieht zwar wahrscheinlich sehr spaßig aus jetzt im Fernsehen, aber gut. Immerhin ist es Kardinalsrot, das passt. Ja, okay. Der synodale Weg, also ist was Besonderes für die katholische Kirche. Es gab mal so etwas Ähnliches, wo Glaube Raum gewinnt. Das war ein Gesprächsprozess nach dem großen Missbrauchsskandal oder dem Beginn des Missbrauchsskandals vor ungefähr 8, 9 Jahren. Jetzt versucht das die katholische Kirche erneut, also ein Gespräch zwischen den Laien, den sogenannten Laien und der Hierarchie. Das ist im letzten Herbst oder im letzten Frühjahr eigentlich erst in allerletzter Minute mit zum Teil auch etwas Widerstand in der Bischofskonferenz durchgesetzt worden, dass es so etwas gibt. Es soll mehr werden als ein unverbindliches Gespräch. Was lässt Sie hoffen, dass es wirklich mehr wird als ein unverbindliches Gespräch? Erster Punkt, die Themen haben Sie vorgeschlagen. Ich habe zugestimmt, abgesprochen haben wir sie nicht. Aber ich bin mit allen Themen einverstanden, die aufgeworfen werden. Zweiter Punkt, Synode ist eigentlich nicht etwas, was katholisch-evangelisch gegensätzlich in Anschlag gebracht werden muss, denn im Grunde hat die Kirche durch alle Geschichte hindurch, auch als es die evangelische Kirche noch nicht gab, Konzilien gehabt, Versammlungen gehabt, wo auch Laien teilgenommen haben, nicht nur Priester waren. Also es ist eine längere Geschichte. Und nicht nur wegen der Schwierigkeiten, Skandale und machen wir Synode, sondern ich glaube, der Papst hat in einer Ansprache, da war ich selbst dabei, unterstrichen, Kirche muss eine synodale Kirche sein. Er hat zum ersten Mal die beiden Worte so zusammengebracht, habe ich ihm gesagt vor einigen Jahren, als er die Ansprache hielt, aus Anlass des Jubiläums der Bischofssynode. Sein Heiliger Vater, Sie wissen schon, dass Sie hier ein neues Wort erfunden haben. Also Synode gibt es schon seit Anfang an in der Kirche, das heißt ja gemeinsamer Weg. Konzil gibt es, alles Mögliche gibt es, unterschiedlichen Varianten. Aber synodale Kirche, nicht Adjektiv und dann die Kirche dazu. Ja, er sagte, ich weiß. Ich sage, ich habe gezählt, 5-mal in der Rede kam das vor. Also insofern ist der Impuls zu sagen, wenn wir als Kirche weitergehen wollen, wenn wir Kirche sein wollen, kann das nur in einem gemeinsamen Hören auf Gottes Wort sein. Da haben die Bischöfe eine besondere Verantwortung. Aber ich kann ja nicht sagen, der Geist Gottes spricht nur zu den Bischöfen. Er spricht zum ganzen Volk Gottes und darauf zu hören ist wichtig. Und deswegen würde ich sagen, unabhängig von der Frage jetzt, ich will darauf eingehen, was ist das ganz genau? Es ist natürlich so, wir hatten die Diskussion jetzt durch den Bericht, der uns vorgelegt wurde, durch die Wissenschaftler. Und da haben wir in Fulda beschlossen, das nehmen wir an, damit beschäftigen wir uns. Aber wir beschäftigen uns nicht als Bischöfe alleine damit. Wir wollen das ZTK, die Laien mit einbeziehen. Den Weg genau wissen wir noch nicht. Und dann kamen eben natürlich auch Diskussionen auf. Aber die Grundsatzentscheidung, dass wir nicht alleine gehen wollen und dass wir miteinander gehen wollen, dass wir hören wollen, wie die Laiengremien und wie die Bischöfe auch unterschiedlicher Position vielleicht sind und wie die Weltkirche ist, das meine ich, ist absolut notwendig. Und wir haben gemerkt, ich habe gemerkt als Vorsitzender, eine Synode nur für Deutschland, das würde kirchenrechtlich
bedeuten, es muss die Erlaubnis von Rom eingeholt werden, es muss eine Einstimmigkeit der Bischofskonferenz sein, sodass im Grunde der synodale Weg eine Möglichkeit ist, etwas zu tun, ohne dass wir diese Schwierigkeiten auch noch überwinden müssen. Das ist natürlich eine schöne Idee. Synodaler Weg heißt ja eigentlich übersetzt gemeinsamer Weg, was etwas holprig ist. Aber nochmal die Frage, was könnte denn da Verbindliches rauskommen? Ja, weil es verbindlich muss es ja werden, um nicht wieder Enttäuschungen zu bekommen, wie bei dem letzten Gespräch. Ja gut, verbindlich kann nur etwas sein im Kirchenrecht der katholischen Kirche, was der Bischof in seiner Diözese in Kraft setzt nachher. Ich kann ja nicht einfach, das ist ja kein Rechtsgremium. Also wir bewegen uns im Rahmen des Rechts. Ich kann für Deutschland nicht Recht außer Kraft setzen. Das weiß ja jeder. Das kann man ja nicht erwarten. Also kann man darüber jammern, klagen, findet man toll oder nicht toll. Aber wir leben da eben nun in der katholischen Kirche in einem Rechtsrahmen, der auch durch das Kirchenrecht gesetzt ist. Aber der lässt uns auch durchaus Möglichkeiten. Natürlich wird da nicht der Zölibat abgeschafft oder anderes getan, was gar nicht unsere Kompetenz ist. Aber es können verbindliche Voten sein und es können auch für Deutschland Dinge vielleicht in Gang gebracht werden, zu denen sich dann auch die Bischöfe verpflichten. Also was könnte das konkret sein? Also könnte es zum Beispiel das Votum der Deutschen Bischofskonferenz mit den Laien sein, also in dem Fall den Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Wir sprechen uns für das Diakonat der Frau aus. Und wir versuchen das auf deutscher Ebene, also im deutschen Territorium. Nein, das wissen wir ja, dass es nicht geht. Also wir können uns dafür aussprechen, das wäre schon viel, aber es müsste dann eben überlegt werden. Aber ich glaube, das warten wir jetzt mal ab. Also da gibt es die Details zu diskutieren. Im Augenblick wird ein wenig überlegt, wie läuft das denn eigentlich mit den Regeln? Verbindlichkeit bedeutet ja, das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht, man muss auch ein Statut machen. Also wie kommen Mehrheitsentscheidungen zustande und so weiter. Das wird man alles machen müssen. Das sind wir aber noch mitten in der Arbeit. Das müssen wir auch mit dem ZDK zusammen machen. Also mehr als voten, wir würden gerne, wird da nicht rauskommen. Nein, das weiß ich nicht. Also Sie nehmen das alles schon vorweg. Wofür brauche ich synodale Wege, wenn wir schon alle vorher wissen, was rauskommen muss? Ja, aber weil die Forderung ja ist, wir wollen etwas Verbindliches haben. Ja gut, aber da müssen wir erst mal sehen, um was geht es denn. Natürlich kann es sein, dass bestimmte Dinge, die wir in den Diözesen regeln können, auch geregelt werden. In der Ökumene gibt es eine ganze Menge Dinge, die wir vielleicht auch auf deutscher Ebene machen können oder wo wir an die mutig mal weitergehen können. Aber noch einmal, ein diözesanes Gesetz kann keiner außer Kraft setzen. Da kann man höchstens sagen, eine Mehrheit der Bischöfe sieht das so. Wir haben das ja bei der Diskussion um die konfessionsverbindenden Ehen auch erlebt. Und dann kommt manches in Gang, vielleicht ein bisschen holprig, aber am Ende kommt doch etwas in Gang. Das will ich schon sagen. Also bei aller Skepsis, ich bin ja auch manchmal, denke ich, aber wir sollten doch nicht so pessimistisch sein. Natürlich geht das nicht. Manche wollen also morgen schon die Priesterweihe der Frau in der katholischen Kirche einführen, als sei das eine Sache, die wir mal eben auch machen. Und der Papst sagt, ja, mach mal da. Und die anderen wollen sich keinen Millimeter bewegen und sagen, jede Bewegung führt in den Abgrund. Da muss ich sagen, ich muss als Vorsitzender der Bischofskonferenz und als verantwortlicher Bischof sagen, jetzt gehen wir mal zusammen, aber nicht zurück. Bitte nicht zurück, sondern nach vorne, in die Weite, in die größeren Möglichkeiten und nicht zurück. Das ist meine Perspektive. Aber man muss auch sagen, was ist eben möglich und was kann man innerhalb von wenigen Wochen und Monaten oder zwei Jahren nicht erwarten. Also ich meine, ich bin da nicht so pessimistisch. Ja, es gibt jetzt die sogenannte Amazonas-Synode der Weltkirche. Da kümmert man sich um die besonderen Probleme im Amazonasgebiet. Das ist auch ein Anliegen des Papstes, ganz offensichtlich. Da wird gemutmaßt, da könnte herauskommen, dass die sogenannten Viri Probati, also die erfahrenen Männer und unter gewissen Bedingungen vielleicht auch Priester werden könnten oder beziehungsweise priesterliche Funktionen wahrnehmen könnten. Wenn das jetzt dort im Amazonas auf dieser Synode beschlossen wird, könnte dann die deutsche katholische Kirche sagen, und wir auch, weil wir sind auch in einer Not, was die Priesterschaft angeht. Wir haben auch zu wenige. Gut, aber das wird nicht sehr überzeugen, wenn man den Amazonas und uns vergleicht. Also ich finde, das ist ein bisschen weit hergeholt. Warten wir erst mal ab. Warum? Also wir nicht wieder an, denen vom Amazonas zu sagen, was sie tun sollen, damit wir davon einen Nutzen haben. Das ist doch, so geht das nicht. Die haben ihre Synode, die haben ihre Probleme und sollen ihre Probleme behandeln. Ich werde ja selbst auch da sein.
Ich bin in diesem Gremium des Papstes und da hat er gesagt, ihr wäre schön, wenn ihr auch kommt. Und es interessiert mich nicht deswegen, weil ich schon wieder Interessen habe, sondern weil die Amazonas-Synode in der Linie von Laudato Si, von der Enzyklika, für die ganze Welt von Bedeutung ist. Wir denken wieder nur an uns. Es geht doch um die Welt, um das Weltklima und der Amazonas wird abgeholzt und wir als Kirche haben eine Aufgabe, darauf hinzuweisen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Deswegen hat der Papst den Amazonas genommen, über die einzelnen Länder hinweg und zu sagen, hier haben wir auch eine Aufgabe als Kirche. Und dann kommen die anderen Aufgaben natürlich auch hinzu, pastorale Art. Aber wo 5000 Kilometer zwischen den Pfarreien ist, das zu sagen, naja, so ähnlich ist es ja hier im Sauerland oder so. Also da muss ich schon sagen, da gehört schon sehr viel Fantasie dazu. Das Thema der Viri Probati, meine ich, müssen wir bei uns diskutieren, unter unseren Bedingungen und nicht wieder woanders hinschauen. Und da bin ich der Meinung, hier müssen wir offener auch sein für diese Diskussion. Der Papst hat das auch gesagt. Ich habe da keine Hemmung, aber ich muss auch die Folgen bedenken. Ich habe jetzt zwei Diakone geweiht, zwei Diakone, die mir in die Hand versprechen, ehelos zu leben. Nächste Woche weihe ich zwei Priester. Was soll ich denen sagen? Wäre ja gar nicht nötig gewesen. Seid ihr verrückt? Lasst das mal lieber, wartet noch mal ein Jahr. So geht das nicht. So kann man mit den Dingen nicht umgehen. Ich bin sehr dafür, das zu öffnen. Ich will es noch mal sagen, ich bin sehr dafür, das zu öffnen. Aber mit sorgsamem Respekt auch vor dem Lebenszeugnis vieler anderer, die das getan haben. Ne? Also das Zeichen des Zölibats, wenn man es denn so begreift, funkelt doch erst, wenn man es wirklich zu einem Freiwilligen macht. Also wenn ich freiwillig eine bestimmte Eheform oder Lebensform eingehe. Warum muss das Zölibat in der katholischen Kirche eine Pflicht sein? Würde es nicht viel mehr funkeln, wenn man sagen würde, okay, es gibt Leute, die gehen wie zum Beispiel Mönche freiwillig ein Zölibat ein und die anderen können wählen. Das ist doch nicht schlechter dadurch das Zeichen für die Leute, die es wählen. Ja, ich bin ja nicht gezwungen worden. Also dagegen wehre ich mich schon. Natürlich kann man sagen, naja, wenn es so üblich ist, dann geht es nicht anders. Nicht? Vielleicht nehmen manche es in Kauf einfach, weil sie sagen, das andere ist mir jetzt wichtiger. Ich will da gar nicht richten darüber. Aber so können wir es nicht machen. Also wir sind alle, die wir zölibatär leben seit 40 Jahren. Ich habe das vor 40 Jahren versprochen und soll jetzt am Ende meines Lebens sagen, ja, du bist ja zwangszölibatär. Gut, das mag für einige sogar stimmen. Ich kenne Lebensgeschichten. Es ist nicht so einfach. Und deswegen gehe ich sehr sorgsam damit um. Und ich bitte Sie, das auch zu tun. Weder in die eine Richtung, das ist natürlich toll, wenn man sagt, na ja, lassen wir das Zeugnis mal freiwillig sein. Und die Zölibatäre, das sollte sowieso freiwillig sein. Niemand sollte gezwungen werden. Das ist ja klar. Aber die zölibatäre Lebensform, das ist für mich das Entscheidende. Und das haben wir eben nicht erreicht. Das ist viel wichtiger als dies. Denn freiwillig ist es, niemand wird gezwungen. Dass es eine gemeinschaftliche Form ist. Es geht nicht um Alleinsein. Und viele Priester sind eben eigentlich auch manchmal Junggesellen. Das ist aber nicht das Ziel. Sondern es geht um eine Lebensgemeinschaft, die nicht Haus und Hof bestellt, die auch ihre Wurzel hat. In der Lebensform Jesu. Das ist ja nicht so, als hätte das irgendjemand erfunden. Wie die Form konkret sich entwickelt, ob sie so zukunftsfähig ist, da habe ich manchmal auch Fragezeichen. Also wie kann man, also bei der Diskussion über die Zukunft des Zölibates würde ich auch sagen, wie kann man eine Lebensform finden, der Ehelosigkeit, der Hauslosigkeit, der Verfügbarkeit, die aber doch gemeinschaftlich ist und nicht alleine. Und vielleicht kann man auch darüber nachdenken, kann man, muss man, da gebe ich Ihnen wieder recht, darüber kann man nachdenken. Ich habe jetzt keine Entscheidung zu fällen. Das ist eine Sache, die auch weltkirchlich ist, können wir nicht machen. Aber müssen wir die Priester nur aus denen nehmen, die sich zur Ehelosigkeit verpflichten? Das ist die Frage, die sich stellt. Aber die Ehelosigkeit als solche würde ich nicht so negativ darstellen, denn das ist in der ganzen Tradition der Kirche ein wichtiges Zeugnis gewesen. Es wird nicht immer so glänzend, vielleicht auch strahlend gelebt, wie wir es uns wünschen, wie ich es bei mir selber auch wünsche. Aber es wird nicht in der Kirche verschwinden. Jetzt haben wir in den letzten Wochen erlebt eine interessante Bewegung in der katholischen Kirche, Maria 2.0, wo Frauen, engagierte katholische Frauen, sich eingesetzt haben für mehr Rechte von Frauen in der katholischen Kirche und auch
entweder die Frauenordinationen gefordert haben oder, das ist ja hier seit ungefähr 40 Jahren in der evangelischen Kirche ganz normal, oder zumindest das Diakonat der Frau. Wie ist denn da Ihre Position? Würden Sie gerne in der katholischen Kirche Frauen als Priesterinnen haben? Es geht ja nicht um meine Position. Es geht auch um Ihre Position, weil Sie sind Bischof und Sie könnten schon positionieren. Also. Wir haben eine klare Position der Kirche dazu. Das ist der Punkt. Wir haben vor 25 Jahren eine Erklärung von Johannes Paul II. Das ist nicht nur eine Erklärung, das ist ein sehr gewichtiges Wort und ich kann im Augenblick nicht erkennen, wie man das beiseite schieben könnte. Es ist kein Dogma. Na ja gut, aber ich meine, so viel Theologie wissen wir beide, dass man nicht sagen kann, naja, es war mal so ein Versuch und weg. So ist es nicht. Es ist kein Dogma, natürlich, also keine Unfehlbarkeit, aber es ist verpflichtend. Und es hat eine weltkirchliche Bedeutung. Also ich kann nicht erkennen, wie das in der augenblicklichen Situation bei der jetzigen Diskussion stand, überwunden werden könnte. Ich kann es nicht sehen. Man könnte ja den Zwischenschritt gehen. Es gibt eine Kommission. Wir können hier vieles erzählen. Ich muss sagen, was ist jetzt hier realistisch? Realistisch ist der erste Punkt. Der erste Punkt ist wichtig. Und nicht sich hineinbegeben in Fantasien, die jetzt nicht möglich sind. Der erste Punkt ist wichtig. Der erste Punkt ist, wie geht es um, ja, es hilft nichts, um die Beteiligung der Frauen an der Macht. Das Problem ist doch Folgendes. Das ist der Kernpunkt. Wenn wir behaupten, Jesus hat gewollt, dass Männer die Apostel sind und er wollte auch, dass die alleinige Macht haben, also können nur Männer die Macht in der Kirche haben, da muss ich sagen, so läuft es nicht. So aber kann es nicht gehen. Deswegen, so wird ja argumentiert. Dagegen gehe ich vor. Da bin ich ganz auf der Seite der Frauen und sage, Schluss damit, aus, Feierabend. Das kann nicht sein. Ich habe das auch öffentlich in Rom gesagt, das können Sie nachprüfen per Internet, was ich bei der Jugendsynode gesagt hatte. Wenn wir daran festhalten wollen, zu sagen, wir konzentrieren die Macht in der Kirche auf den Klerus, ach, wir können nichts dafür, Kleriker können nur Männer sein, also haben nur die Männer Macht, da muss ich sagen, das ist eine Perspektive, die ich bekämpfen werde. Und daran müssen wir zunächst arbeiten. Da habe ich auch Hoffnung. Ich habe dem Papst auch gesagt, da können wir ja wenigstens anfangen. Also das eine Thema, wie gesagt, wird schwierig sein theologisch, so einfach ist das nicht. Aber warum können nicht die Ministerien im Vatikan können ohne weiteres von Frauen geleitet werden? Warum nicht? Warum müssen das immer Kardinäle sein? Ist doch gar nicht nötig. Wir können jetzt schon Zeichen setzen, ohne in diese Schwierigkeit hineinzukommen. Jetzt gibt es seit Längerem eine Kommission, eingesetzt von Franziskus, dem Papst, die erforschen soll, wie könnte das gehen, ein Diakonat der Frau, oder kann es nicht gehen? Nein, ich glaube, das Thema nicht. Naja, es wurde erforscht sozusagen, wie ist es in der Geschichte, gab es Diakoninnen und könnte man das in der katholischen Kirche aufgrund der historischen Erfahrungen wieder einführen? Da war das Votum offenbar gespalten. Das heißt, einige Theologen haben gesagt, oder Kirchenhistoriker, das könnte man machen. Wie ist denn da Ihre Position? Wären Sie dafür, dass man Diakoninnen einsetzt, weil es dafür historische Vorbilder gibt? Ich muss sagen, ich halte das deswegen für schräg, weil man meint, man könnte in der Geschichte, nur in der Geschichte Antworten für die Zukunft finden. Das glaube ich nicht. Wir müssen auch mal weiterdenken. Man kann nicht nur sagen, was mal war, das können wir wiederbeleben. Was ist das denn für eine Perspektive? Aber das macht die katholische Kirche immer wieder. Der Meinung bin ich nicht. Sie fragen ja nach meiner Meinung. Ja. Sie fragen ja nach meiner Meinung. Und da bin ich nicht der Meinung. Ständig rumzugraben, war das mal irgendwann der Fall, dann könnte es vielleicht heute auch sein, halte ich für eine schwierige Sache. Ich kenne den Bericht nicht, der Papst hat ihn nicht veröffentlicht, kann ihn nächste Woche fragen. Ich finde das merkwürdig, dass Aufträge gegeben werden, was zu erforschen, dann wird der Bericht nicht veröffentlicht. Komischer Stil, davon halte ich nicht viel. Wenn, dann muss man das auch allen zur Verfügung stellen, dann soll das wissenschaftlich diskutiert werden. Ich kann mir vorstellen, dass wir in der Ämterfrage und in der Frage der Dienste und dessen, was wir in der Zukunft brauchen, auch die Frauen viel stärker einbeziehen. Aber das muss man sich dann im Einzelnen anschauen. Da geht es dann nicht nur um die Machtfragen, sondern um die Frage, welche Dienste und Ämter können wir uns denn für die Zukunft vorstellen? Ist damit alles schon gesagt, was in der Vergangenheit gesagt wurde? Ist da schon alles gesagt? Da muss ich sagen, das glaube ich nicht. Ich habe den Eindruck, wir kommen da nicht so richtig weiter. Deswegen möchte ich gerne... Ja, weil Sie antworten wollen, die
Herr Kardinal Marx, Sie sind ein gestandener Bischof und ein gestandener Mann. Deswegen habe ich gehofft, dass Sie sich ein bisschen festlegen wollen. Das können Sie ja qua Amt auch machen. Ich finde auch richtig, wenn wir jetzt zum Beispiel so einen synodalen Weg gehen, da sollen ja diese Fragen auch mit erörtert werden. Ich finde, auch als Bischof sollte man nicht einfach von vornherein zu stark eine Position nur sehen. Wenn wir wirklich Synode ernst nehmen, müssen wir auch sagen, müssen wir verschiedene Seiten hören. Das finde ich schon. Und einfach zu sagen, wisst ihr könnt reden, was ihr wollt. Meine Position habe ich schon gefunden. Ich brauche gar nicht zuzuhören. Das ist nicht richtig. Wollen wir noch mal über das gemeinsame Abendmahl reden? Das ist ein brennendes Thema hier auf den Katholikentagen seit dem ökumenischen Kirchentag. Katholiken und Kirchentagen seit dem ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin, wo ja unter anderem auch Sie nachher etwas harsch reagiert haben gegenüber einem Priester, der da mitgemacht hat, verbotenerweise ein katholischer Priester. Wie stellen Sie sich die Perspektive vor? Wann könnte es ein gemeinsames Abendmahl geben, vielleicht 2021 in Frankfurt beim nächsten ökumenischen Kirchentag? Also das glaube ich nicht. Gemeinsames Abendmahl und Eucharistie würde ja bedeuten, wir machen eine Interzelebration zusammen. Ich glaube nicht, dass das die Planung ist für den Kirchentag. Um was geht es denn? Und dafür möchte ich mich schon einsetzen, das habe ich ja auch getan bei dem Streit, den ich nicht ganz verstanden habe am Ende, über die konfessionsverschiedenen Ehen, wo zwei Leute, die zusammenleben und eine sakramentale Ehe führen, dann auch in ihrer Gewissensentscheidung sagen, ich glaube, dass, was die katholische Kirche glaubt, geht dort dann auch zur Kommunion, wie es ja viele einfach auch, ich sage Gott sei Dank, tun, die das in ihrer Entscheidung dann machen. Das war der eine Punkt, da habe ich mich ja sehr eingesetzt zu sagen, dass das möglich ist. Wie könnte das aussehen? Soweit ich höre, und das ist meine große Hoffnung, im Augenblick hat dieser, ist für Sie wahrscheinlich etwas fremd, der berühmte Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, der seit 50 Jahren tagt, die haben das Thema aufgegriffen. Wie könnte es aussehen, wenn jemand zum Abendmahl geht als Katholik oder als evangelischer Christ zur Eucharistie? Also nicht, wir feiern einfach zusammen, sondern hier findet eine katholische Eucharistiefeier statt. Was bedeutet das, die Einladung, wenn Einzelne kommen? Das ist ja jetzt schon so. Und beim Abendmahl ist es ja auch so. Also faktisch wird das getan. Wie kann man das nochmal besser begründen? Und da habe ich vielleicht doch die Hoffnung, dass bis zum Ökumenischen Kirchentag da noch ein paar Signale gesetzt werden können. Aber das wird auch in der Bischofskonferenz und in den Gruppen sicher bei einigen bis nach Rom hin heftig diskutiert werden. Also das sehe ich voraus. Aber in die Richtung, weil Sie fragen, welche Richtung, ich will da nicht einfach jetzt hier was proklamieren, ohne mit den Bischöfen zu reden. Aber ich bin sehr gespannt. Im September wird diese Dokumentation von den Theologen, evangelisch-katholisch, veröffentlicht, genau mit dem Thema. Und dann müssten wir uns als Bischofskonferenz irgendwie vor dem Kirchentag ja dazu verhalten. Und da müssen wir dann reden, ob nicht hier eine größere Offenheit, eine größere Bereitschaft da ist, das zu respektieren, was Einzelne in ihrem Gewissen dann entscheiden. Es gab diese gemeinsame Pilgerfahrt 2016, also eine Delegation der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD nach Jerusalem. Und dort hat man gesehen, ich glaube, sie waren ungefähr eine Woche unterwegs, dass man, obwohl man sich sehr nahe kam, wie immer wieder berichtet wurde, dass man dann im Grunde in den entscheidenden Augenblicken immer wieder getrennt feiern musste, nämlich das Abendmahl auf evangelischer Seite und die Eucharistie auf katholischer Seite. Das heißt, fanden Sie das nicht schmerzlich und auch etwas entwürdigend? Ja. Und welche Folgen ziehen Sie daraus? Ich habe dann gemerkt, und das ist ja sowohl bei der evangelischen Seite manchmal so, wie bei der katholischen Seite, auch manche Priester oder Pfarrer haben noch nie wirklich die Feier des anderen ganz erlebt. Dann ist meist ein ökumenischer Gottesdienst, da quälen sich dann mit Texten ab und jeder hat 5 Minuten Predigt oder 8 Minuten und zählt die Worte nach. Aber einfach, das habe ich gelernt als junger Kaplan in Arolsen, dass ich einfach in die evangelische Kirche mal gegangen bin, weil ich wissen wollte, wie feiern die jetzt das Abendmahl. In meiner Heimat wäre das undenkbar gewesen. Die Kirche lag neben meinem Elternhaus. Und wir hatten guten Kontakt zum evangelischen Pfarrer, überhaupt kein Thema. Höfliche Nachbarschaft. Aber die Kirche habe ich doch nie betreten. Und umgekehrt, er hat die katholischen Kirchen nie betreten. Ausgeschlossen. Und das war ja dann anders, also ist jetzt 40 Jahre her.
Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich war ja in der Diaspora tätig, also in einem Gebiet, wo wir eine kleine Minderheit waren. Und ja, aber es ist ich darunter 40 Jahre her. Ja, ja gut. Und heute sind wir doch viel weiter. Ja, jetzt gehe ich ja weiter. Ich gehe weiter. Ne? Wir haben ja Geduld. Geduld. Geht doch mal. Wir haben Zeit auf dem Kirchentag. Und da bei der gemeinsamen Feier eben auch. Ich sage auch unseren Bischöfen, und das ist bei manchen vielleicht doch auch bei manchen Katholiken nicht richtig drin, möglicherweise auch bei manchen evangelischen Christen. Denn es gibt ja auch Texte, die etwas bitter über das Messopfer kritisch haben viele in ihrer Kindheit was Kritisches gelernt. Und bei uns haben auch einige gelernt, ja, was die da machen, ist ja nichts Richtiges. Und da müssen wir erstmal verbal auch sagen, ich habe einem großen Tier bei uns mal, sage ich mal in Anführungsstrichen Tier, gesagt, glaubst du wirklich, Jesus steht an der Tür bei den Evangelischen und da setzen sie sich zum Abendmahl zusammen und dann sagt Jesus, nee, mit euch setze ich mich nicht hin. Das können wir uns doch nicht vorstellen, oder? Also ich meine, es ist simpel, es ist keine große Theologie, aber darum geht es doch letztlich, ob wir als Katholiken sagen, was ihr tut. Gut, vielleicht ist das noch nicht alles das, was wir auch so tun wollen, aber es ist eigentlich gut, dass ihr es tut, es ist etwas Gutes, was ihr tut. Das muss doch erstmal sein. Und umgekehrt, ihr Evangelischen sagt, wenn ihr Messe feiert, prima finden wir das, gut ist das, da ist Christus in eurer Mitte. Also das kann ich doch jetzt schon als Bischof sagen, aber für manche scheint das immer noch überraschend. Okay, jetzt sind wir leider am Ende schon angekommen. Ja, aber ist das Wichtigste? Ja, das Wichtigste. Ich möchte noch einen, weil es so ein bisschen die Gretchenfrage ist auf diesem Kirchentag. Und wir auch, weil Sie ja sozialethisch immer interessiert sind. Die Gretchenfrage, die hier immer wieder gestellt wird, AfD einladen, ja oder nein? Der Katholikentag hat es im letzten Jahr gemacht in Münster. Es ist ein bisschen in die Hose gegangen, weil das ein großes Spektakel ist. Der Kirchentag hat das vor zwei Jahren nicht gemacht und dieses Mal nicht gemacht. Was ist da Ihre Position? Soll man die AfD einladen? Also muss man zu allem immer Positionen haben? Ich weiß es nicht. Also die Positionen der AfD sind nicht meine Position. Einzelne Vertreter gehen weit über die rote Linie hinaus, das, was man auch nur akzeptieren kann. Das ist ja alles klar. Also das muss hier, das kommt auf die, ich meine, meiner Ansicht nach sind das Sachen, die kommen auf die Art und Weise an. Macht man mal ein richtiges Streitgespräch? Platziert man das richtig oder zieht man die Scheinwerfer auf Positionen, auf die man sich nicht gerne ziehen möchte? Das ist eine, ich glaube, keine dogmatische, sondern eher eine Frage, was wollen wir eigentlich befördern, was wollen wir voranbringen? Und das muss dann die Ebene vor Ort entscheiden. Also Ihre Position wäre dann eher einladen, aber dann eben bei Veranstaltungen konfrontieren? Es kommt auf die Art und Weise an, was plant man, wie will man das machen? Und dann kann man natürlich auch diskutieren, aber das soll doch der Kirchentag entscheiden. Ich muss so viel entscheiden, jeden Tag. Also jetzt lasst mich mal zufrieden mit Sachen, die ich nicht entscheiden muss. Gott sei Dank. Vielen Dank, Kardinal Marx.